Ja, herzlich willkommen im Zuckerhut TV im Wirt-WM-Studio. Heute aus der Allianz Arena in München. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast da haben, mit dem man früher schon mal ein Bier trinken konnte. In unserer aktiven Zeit haben wir schon mal das ein oder andere Bier getrunken. Es ist der Manni Schwabl. Manni Schwabl, ehemaliger Fußballprofi. Seine Stationen waren Holzkirchen, da kommt er ja her, aus seinem Heimatverein, bei dem er gespielt hat. Dann waren unter anderem Stationen eben FC Tirol Innsbruck, richtig, TSV 1860 München und letztlich auch beim FC Bayern. Also das war zwar nicht mehr sein Heimstadion, du hast glaube ich in der Allianz Arena natürlich nicht mehr gespielt, oder? Sondern in der... Im Olympiastadion. Im Olympiastadion. Und im Grünwalder Stadion. Natürlich. Und im Grünwalder Stadion. Aber Nürnberg hast du vergessen. Also die Franken darf man jetzt nicht vergessen. Okay, bei Nürnberg hat er auch noch gespielt. War wunderbare Zeit. Wunderbare Zeit. Nürnberg ist leider abgestiegen, oder? Ja, Nürnberg ist abgestiegen. Zu meiner Zeit sind wir auch einmal abgestiegen, leider. Aber so gibt es Höhen und Tiefen im Fußballerleben, das ist klar. Aber jetzt ist es natürlich besonders bitter für Nürnberg. Ich denke, die waren auf einem ganz guten Weg. Okay. Ja, schade für Nürnberg, aber du hast ja auch in der U18-Nationalmannschaft gespielt, in der U20-Nationalmannschaft. Du warst 87, 88 deutscher A-Nationalspieler, hast 3 WM-Titel, bist einmal DFB-Pokalsieger geworden und bist jetzt Präsident bei der Spielvereinigung Unterhaching und kommst gerade aus einem ganz wichtigen Termin, wie du mir gesagt hast. Erzähl mal so ein bisschen deine Aufgaben und deine Probleme, die du jetzt hast. Meine Probleme haben wir nicht direkt. Ich meine, das ist eine wunderbare Aufgabe. Dritte Liga ist zwar ein bisschen schwierig zu bewerkstelligen, aber wir setzen total auf die Jugend, auf den eigenen Nachwuchs und wollen da einfach ein anderes Konzept fahren. Das macht wahnsinnig Spaß, dass die finanziellen Rahmenbedingungen in der dritten Liga nicht unbedingt rosig sind, das weiß jeder. Aber ich sag mal, mit Jammern kommen wir nicht weiter, sondern man muss anpacken und da geben wir jeden Tag Vollgas. Okay, ich habe ja dann nochmal ein paar kurze Worte von unserem WM-Yogi sozusagen, das würde er vielleicht einmal übermitteln, das können wir uns einmal kurz anhören. Der WM-Yogi hat mir gestern also noch was geschickt und das hören wir uns einmal kurz an. Gut, Manni Schwabl ist, sagen wir mal, ein richtig guter Fußballer gewesen, eben auch beim FC Bayern mehrmals deutscher Meister und natürlich auch bei anderen Vereinen, eben Nürnberg zum Beispiel. Und hat immer gewirbelt im Mittelfeld, immer vollumfänglich mit dem Herzen dabei. Von daher ist der Manni Schwabl für uns sicher ein Mann, den man sich vorstellen kann für Brasilien. Gerade wenn eben jetzt im Mittelfeld die Probleme da sind. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Markus Schwabl. Der Markus Schwabl als Sohn von Manni ist natürlich auch eine Alternative für den DFB, wenn er sich so weiterentwickelt. Und von daher ist es für mich selbstverständlich, dass ich die Telefonnummer von Manni Schwabl dabei habe in Brasilien. Zur Nationalmannschaft, der WM-Jogi hat es ja schon gesagt, das Mittelfeld, hat er vielleicht ein paar Probleme mit der Aufstellung. Wie siehst du die Aufstellung? Ja, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass der Basti Schweinsteiger fit wird. Ich denke, das wird der entscheidende Mann da drüben sein. Also ich denke, wenn der fit wird, dann haben wir gute Chancen. Ansonsten, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig, weil der Quedira, denke ich, noch nicht hundertprozentig fit sein wird nach der langen Verletzung. Toni Kroos vielleicht. Aber ich zähle auf den Basti. Ich denke, der wird auch fit sein, wird nochmal richtig geile WM raushauen. Okay. Ja, Manni, kommen wir vielleicht mal zur WM. Was du so über die, über dieses Spektakel so denkst, wie wird es rauslaufen, was hat die deutsche Mannschaft aus deiner Sicht für Chancen? Gib mir mal ein paar Tipps ab, wer sind so die Favoriten aus deiner Sicht? Ich denke, als allererst, glaube ich, ist mir wichtig, bevor wir auf Sportliche kommen, dass die Sicherheit da drüben gewährleistet ist. Ich denke, das hat im Vorfeld doch ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Also da weiß ich nicht, ob das alles so reibungslos läuft, aber im sportlichen Bereich, denke ich, werden die Südamerikaner auf alle Fälle aus meiner Sicht einen Standardvorteil haben, Brasilianer und Argentinier. Ich meine, die Deutschen gehören sicherlich zum Favoritenkreis, wobei die Gruppe nicht unbedingt einfach ist. Also Portugiesen, kommt darauf an, ob der Ronaldo gute 4 Wochen hat oder nicht. Gut, dann meine jeder Gast kriegt von uns auch ein Geschenk und wir haben 11 Fußbälle mitgebracht und die darfst du einem Verein spenden oder stiften, wie auch immer du willst. An wen hast du gedacht? Wer sollen diese Fußbälle kriegen?
Na gut, wir haben in Unterhaching ein Projekt laufen. Das haben wir vorhin. Nein, Moment, nicht in Unterhaching. Ich meine, so wenig Geld haben wir auch nicht, dass wir uns keine Bälle leisten können. Wir haben eine Sozialabteilung bei uns, ich weiß, Haching schaut hin. Wir machen viel für zum Beispiel SOS Kinderdorf oder für das Kinderheim in Attel. Da werden wir mal schauen, das werden wir aufteilen an die zwei SOS Kinderdorf, denke ich, und das Kinderheim in Attel. Und ich denke, die haben eine richtige Freude damit und dann, glaube ich, ist der Sinn absolut erfüllt. Super. Also wir gehen das auf alle Fälle an soziale Partner von uns weiter. Super. Vielen Dank dafür. Ja, gerne, finde ich gut. Und dann hätten wir noch ein weiteres Spiel mit dir vor, und zwar in unserer Würz-Schraubwand, dass wir noch ein paar Schrauben versenken. Super. Vielleicht kommst du schnell mit mir mit. Ja, meine Schwabel schraubt jetzt auf unsere Würz-Torwand. Und dann schauen wir mal, wie er mit der Zeit hinkommt. Wir werden dann schauen, wer der Schnellste war im Torbandschrauben. Manni Schwabel, Beginn. Achtung, fertig, los! Super. Also die Werkzeuge funktionieren auf die Werkzeuge sind super. Darf man deiner Frau nicht zeigen? Nein, ja nicht. Ich muss ja Lampen aufhängen. Genau. Das soll ich noch selber machen, weil ich da gar keine Zeit habe. Aber der Frau, der geht echt super. Du kriegst ja dann einen schönen Tipp. Und ich denke, dass ich schon wieder weit fahren werde. Schauen wir mal. Jetzt kommt dann erst der Handschrauber. Ja, 43, 44 Sekunden. Also da kannst du jetzt machen? Mit der Hand da reinschrauben. Eine Schraube nehmen, da drauf. Ist das der Ernst, oder was? Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt eigentlich erst die Hauptaufgabe. Richtig reinschauen, genau. Ja, legst du mir mal schon. Da war's bayerisch. Da war's Fuß ein leichter, das sag ich euch mit ein. Das ist alles bayerisch, ich hoffe, man versteht uns. Ja, spinnst du. Sprach die halbe. 1,20. Gib mir Gas. Da ist die. Der für die Maschine hernehmen. 1,32. Ja, bist du gut dabei. Ich bin leider nicht hin. So ein Kropf. Was macht sie nicht mehr weg? Ja, genau, nur war ein Spaß. Wunderbar, gut, super, Zeit, Stopp. 2:04:65 war die Zeit. Also, Manni, das passt wunderbar. Aber vielen Dank, Manni, sag ich mal.